figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Und damit, meine Freundinnen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge God of War Ragnarök. Ich hab was für dich. Oh. Sindri! Ich komme! Bevor du in die Dämmerung verschwindest, dachte ich, du hättest vielleicht gerne das hier zurück. Na, freu dich nur nicht zu überschwänglich darüber, aber gern geschehen. Ich habe jetzt alles zusammen, um die Nornen zu finden. Gehen wir? Sind dran. Frau Nidauger. Frau Nidauger. Nidauger. Ich vermute, wir sollten mit einigen Konsequenzen rechnen. Inwiefern Konsequenzen? Jo. Muspelheim. Und da kann ich jetzt nur drauf zurückgreifen, weil unser guter Kollege da war. Unser guter Sohn. Aber richtig hin kann ich da nicht. Der Pfad. Alles klar. Mutter Trios ist ganz sicher nicht mehr in Midgard. Ich war gerade dort und fand keine Spur. Wenn Odin ihn eingeladen hat, hat er einen Weg bereitgestellt. Nein, das ist nicht die einzige Erklärung. Sag mir, wo wir diese Nornen finden. Ich habe einige ihrer Fäden beim gefrorenen See entdeckt und habe einen für die Zauberei eingesteckt. Aber wir können ihn auch nutzen, um sie zu finden. Aber denk daran, sie wollen wirklich nicht gefunden werden. So wird es zur Abwechslung wenigstens mal schwierig. Da hinten. Wir sollten mit einem Schlitten zum See fahren. Ja, Moment. Oh, nicht. Oder wir haben jetzt einen schweren Angriff. Hallali. Und wie komme ich jetzt an 41k EP? Egal. Das wird sofort gegönnt. Dann haben wir hier auch noch den da. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das auf 3 ballern soll. Ja, komm, ich bin so frei. Dann haben wir den schon auf maximaler Stufe. Hellsberührung. Ein Energiestoß, der alle Gegner in der Nähe ins Taumeln bringt und zurückstößt. Und wir haben... Ja, das ist besser, ne? Chaosklingen. Hui. Und das kostet schon 8000. Ja, das kann ich noch ein bisschen warten. Auch wenn der Schaden ziemlich lecker Schmecker ist. Klingzusatz. Gehärteter Kriegsgriff. Schild, jetzt haben wir hier wieder das Wächterschild von Mama so. Ja, mal gucken.
Der wäre witzig. Aber dann ist das Glück weg, ne? So, dann haben wir hier noch Rüstung. Heves. Glück. Ist mehr, aber wir haben halt auch ein Level Up, ne, auf dem Ding. Ja, Amulett. Da kann ich endlich mal ein bisschen was reinballern. Stammende Tower, der auf den Amulett von Yggdrasil platziert werden kann. Vanaheims Macht. Erhöht Kratos Nahkampfschaden gegen Gegner mit Statusbefall. Basierend auf seinem Glück. Sword of Fame's Ehre. Das ist ein Dreier-Set und ich habe nur ein Zweier-Set. Außer bei Alfheim. So, alles andere macht fast keinen Sinn. Accessoire, sie kann auch noch drauf ballern. Schall nachbeben, definitiv hauen wir drauf. Dann Detonation und dann das da. Königliche Warnentracht. Ja, komm, darfst du anziehen. Ausrüstung, anscheinend der Raben drehen. So. Moment, haben wir jetzt noch die Fähigkeiten mal angeguckt. Leviathan-Axt, was? Da habe ich jetzt die Goldstufe erreicht. Okay. Ja, Betäubung ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. So. Dann haben wir hier noch was. Ach so, ja, das ist immer geil. Erhöht erheblich die Risiken gegen Schaden und Taum während der Fähigkeit. Ja, nee, also mehr. Ah.
Ich gehe auf Schaden. Aber sowas von. So. That's it. Ja, das finde ich an sich cool, ne? Aber... können wir ja machen. Aber die Angriffe machen so keinen Sinn. Den kann man reinnehmen. Dann haben wir hier Chaosklingen. Da kann ich jetzt Momentum erhöht erheblich die durch die Fähigkeit erlangte Verbrennungsladung. Wait. Das machen wir so. Was haben wir sonst noch? Okay, das war's komplett. Dann haben wir jetzt hier noch. Okay. Dann machen wir das direkt so. Dann haben wir das auch noch ein bisschen abgegradet. So. Dann hier Beschwörung. Das ist richtig badass. So, Betäubung ist zwar richtig nice, aber ich brauche schon was irgendwie so, ne, Sturmruf, Fähigkeiten, hier, was kann die denn so Schönes jetzt noch, Valkyrien Gedanke, Freya nimmt ihre an und setzt ein Pfeil. Hier, das nehmen wir mal an der Stelle. Okay. Nimmt ihre, steigt hoch in die Luft auf und stürzt sich dann hinab, um Gegner hochzuschleudern. Okay. Ja, dann muss ich schon fast darauf gehen. Bis zu 2000, okay, kann ich hier noch ausgeben. Hier, so, das war's komplett. Voilà.
Midgard, wie ich den eisigen Wind und die ständigen Räuberangriffe vermisst habe. Sie glauben, dass Kratos für Fimbulwinter verantwortlich ist und dass sein Tod ihm ein Ende setzt. Wie kommen Sie auf so eine Idee? Durch mich natürlich. Natürlich. Wir mal sollten jetzt zu den Wölfen gehen. Hier rein. Ich wollte nur mal gucken, sorry. Meine alte Hütte. Hierher. Aus. Sie ist deine Freundin. Jetzt. Besser, wenn du das machst. Sobald die Wölfe die Fährte der Normen haben, müssen wir ihnen nur noch folgen. Ich öffne das Gatter. Seid still. Ihr Fell ist verfilzt. Wann hast du sie zuletzt gekämmt? Das sind Wölfe. Und verfilztes Fell führt zu Krankheiten. Kümmere dich um sie und sie kümmern sich um dich. Also, was genau willst du die Nornen fragen? Wie ich meinen Sohn finden kann. Nichts weiter. Du glaubst nicht, man könnte so das ganze Prophezeiungschaos auflösen? Eine zweite Meinung zu deinem angeblichen Ableben erhalten? Ich wusste nicht, dass du eine Todesprophezeiung hast. Als Atreus und ich Jötunheim erreichten, fanden wir ein verstecktes Wandbild. Die Riesen, Frey selbst, hatten unsere gesamte Reise vor langer Zeit vorausgesehen. Wen wir treffen und gegen wen wir kämpfen würden. Alles, wie es geschehen ist. Aber du bist nicht tot. Das Bild war aus einer Zeit, die noch kommt. Verstehe. Ich dachte nicht, dass du den Tod fürchtest. Darum geht es gar nicht, oder? Nein. Der Tod kann mich haben, wenn er mich verdient. Dann ist es vielleicht nicht die Zukunft, die dich beunruhigt. Faye hat dich auf deine Reise geschickt. Dafür gesorgt, dass du am Ende dieses Bild siehst. Und du weißt immer noch nicht, warum. Ich möchte darüber nicht weiter reden. Okay. Frage ist, wo wir jetzt lang müssen. Wir haben hier zwei Wege. Komm, dreh. Ja, wow. Und dafür bin ich zurückgegangen. Ach du Schande. See der Neun, Ufer der Neun. Oh, sind wir da nicht in Teil 1 schon gewesen? Jetzt, wo wir auf dem See sind, wie finden wir die Nornen? Beobachte die Wölfe genau. Siehst du, wie ihre Köpfe den Weg weisen? Denk direkt an eine Duftspur, ihr Bellen, und die Aufregung nimmt zu. Wenn sie die Quelle nehmen. Der See der Neuen hat definitiv schon bessere Tage gesehen. Räuber haben es sich hier gemütlich gemacht. Ich glaube nicht, dass ich seit unserem Kampf gegen Siklonen wieder hier war. Sie spricht mit Achtung von diesem Kampf. Du weißt davon. Sie hat mir alles erzählt, als sie mich fand.
Sie sah in dir einen Verbündeten, lange bevor ich daran glaubte. Die Walkürenkönigin, eine Verbündete. Ich bin die Walkürenkönigin, woran Sigrun mich hartnäckig erinnert hat. Ich hätte mir denken können, dass Sigrun dir geholfen hat. Sie ist so loyal und weise, klug. Es braucht keine Liebesgöttin, um dich zu verstehen. Die Ruderer. Ein Denkmal für Eroberer. Ihre Schiffe waren aber spitze. Jetzt sind wir an der Stelle, wo wir mit... I see. Du wirst es nicht glauben, Mimir. Dieses Wappen gehört zu Fjöderlund. Fjöderlund, sagst du? Das ist doch Sigruns Heimat. Okay. So, und jetzt, wie machen wir das? Na gut, sie macht's schon. Fjöderlund blieb also nur dieser Außenposten. Sigrun erzählte, dass sie hier aufwuchs, bevor sie sich den Walküren anschloss. Ah, ist das nervig. Auf der anderen Seite scheint eine Treppe zu sein. Es muss noch einen anderen Weg geben. Der da wäre... Achtung, hinter dir!
Hey, 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 hey. Weißt du, Sigrun erzählte mir von der großen Schatzkammer ihres Königreichs, voller Beute aus Eroberungen. Vielleicht finden sich hier einige dieser Schätze. Mehr hat sie dir nicht gesagt, Mimir? Sagte sie auch wo? Nein, nur, dass sie versteckt hielten. Achtung! Da ist sie, die andere Treppe. Verschwinde, Bruder! Flussreich. Ich war noch nie dort. Es soll aber schön sein. Wo haben wir so ein Artefakt schon einmal gesehen? In Tirs Gruft. Und das wäre der nächste Streich. Vielleicht bringen die Runen dort etwas Licht ins Dunkel. Was? Nein. Sie hat es nie erwähnt. Wow, schön. Ist das ein Schlüssel? Zu welchem Schloss dieser Schlüssel wohl gehört? Zu keinem. Er ist kaputt. Nicht kaputt, bloß in zwei Hälften geteilt. Vielleicht finden wir die andere Hälfte. Mhm.
Ja! Oh Gott, bin ich ein Dödel. Also... Das muss doch irgendwie gehen, ne? Ja, die schüttelt auch schon den Kopf, ne? Ungefähr da. Ich versuch mal was. Wie machst du das eigentlich? So, dann... Das hat zu früh losgelassen und dann... Nein, eigentlich musst du ja hier anfangen, weil das der schwierigste zu treffende... Und dann ist eigentlich nur noch das Glück abhängig, dass du triffst. Yes. Das ist einfach nur noch glückabhängig. Wenn du schnell genug bist, easy, sonst hängst du halt hier eine halbe Stunde oder noch länger. Was besagten diese Runen? Sigrun, sie liebte einen anderen, einen König namens Helgi. Anscheinend waren sie wahnsinnig verliebt, aber ihre Eltern ließen sie nicht heiraten. Ach komm, Mimir, du dachtest nicht wirklich, du warst ihre erste Liebe, oder? Ja.
Vermutlich doch. Der Schicksalsfaden, dem wir folgen. Ist nicht das Leben von jemandem, wenn du das meinst. Die Nornen markieren damit ihren Weg, wenn sie außerhalb des Brunnens sind. Die Nornen leben in einer Quelle, aber wir machen ein andermal weiter. Geh mal noch gucken, das ist da Atreus. Aha, hier. Moment. Ich weiß nämlich nicht, ob wir schon stark genug sind. Deswegen hole ich mir hier mal ein... Ja. Save Point. Hä? Hier oben auch? Okay. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt hier passiert, ob ich direkt wieder One-Shot bin. Das ist egal, wir haben eine Chance. Wir haben eine just little bit Chance. Und das ist schon mehr als genügend. Nicht so wie die anderen Bastarde, die uns einfach gewone-shottet haben. So, also. Erwischt!
Dasselbe wie beim Bossfight. Na? Den hab ich bis hierher gespielt. Nein. Nee, oder? Wir haben es fast geschafft gehabt. Boah, ist das nervig. Ich sagte ja, wir hätten eine Chance. Also, wir machen das normal auf die altmodische Weise. Ne, mach ich da unten. Wir machen das jetzt normal. Moment. So. Dann hauen wir sie direkt mal ein bisschen in die Pfanne. Der ist weg. So. Nein! Ich hab sie hergespürt! Hey, Bro! Ich konnte gar nichts tun! Wenn der dich einmal richtig erwischt, bist du einfach dead. So dead, dass du einfach nur noch umfällst. Und nicht mehr aufstehst. Ah, ist das eine beschissene Scheiße. Aber das ist dann wieder mein Souls Engagement. Ich hab keinen Bock da irgendwie klein beizugeben. Ey. Ja, genau. Wie mache ich das jetzt? Nee! Oh! Ist das dumm. Ich sehe halt auch seine Lebensleiste nicht permanent. Das ist sowas von dumm.
Ja, komm, geh noch mal runter, ey, ohne Scheiß. Linke Seite, Achtung! Linke Seite! Können wir den triggern so? Na, es soll mal runterkommen, der Vogel. Hinter dir, pass auf! Nicht so schnell, Sackgesicht. Ja, endlich. Wir können endlich unser erstes Rissding an uns nehmen. Sackgesicht. Riss geschlossen. That's it. Arschloch. Also weiß ich halt nicht, ob ich da oben schon war. Ah, ist das angenehm, Freunde. Dass wir das geschafft haben. Boah, es hätte mich jetzt angekotzt, wenn wir jetzt da einfach dran zerschellt werden. Wären so. Gut, den hätten wir. Aber ich bin mir auch am Überlegen, ob ich nicht zurück mal gehen soll und gucken, ob ich jetzt mit der verstärkten Rüstung und so auch gegen diese Knilche eine Chance hätte. In diesem Wald, weil das ist das Einzige, was ich noch tun muss. Bei ihr. Alles andere habe ich schon. Da waren wir auch noch nicht. Außer mit Atreus. Oh Gott. Vielleicht zwei von euch Pissern. Ja.
Ach so ist es also. Er ist zu schnell. Nutze deinen Schild. Eiserner Frieden, kein goldener Krieg. Tyr sprach oft davon, wie hoch die Kosten des Kriegs im Vergleich zu den Erträgen waren. Er glaubte, dass es seine Pflicht war, ihn zu vermeiden. Das hat sich nicht geändert. Mhm. Ja, jetzt kommt man schon gar nicht mehr so einfach durch hier. Ja, wir können schon wieder zurück. Weil ich finde hier sonst gar keinen Ausweg. Was ich sagen wollte, das Zuhause der Narnen wird Earthbrunnen genannt. Er ist an keinem festen Ort, Eingänge kommen und gehen. Ein Ort, der ganz unter ihrem Einfluss steht und an dem das Nicht-Greifbare greifbar wird. Was ist denn los? Die Wölfe sind abgelenkt. Das Verspeisen von Wölfen. Atreus und ich holten unsere aus solch einem Lager. Das war gütig von euch. Die Koalräuber sind eine Plage für dieses Land. Sie missbrauchen seine Geschöpfe. Vielleicht sollten wir etwas gegen sie unternehmen. Vielleicht.
deine Entscheidung. Wenn die Normen die Zukunft kennen, werden sie damit rechnen, dass wir etwas später kommen. Das ist der die Frage. Was für ein Hüftschutz des Leitbildes? Was? Das Betreten des Reichs der Narnen kann ziemlich verwirrend sein. Als wäre man in seinem eigenen Kopf. Aha. Aber wenn wir zusammen reingehen, sind wir im Kopf des anderen. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Das muss Tyrs Helm sein, von seiner Statue. Gewinne Herzen, keine Kriege. Tyr wusste, dass der größte Kampf von allen der um die Herzen und Gemüter der Leute ist. Schade, dass Tyr dieser Tage an beiden kein Interesse hat. Mimir, bist du den Normen schon mal begegnet? Nicht persönlich. Freya hat recht. Sie können Besuche ziemlich gut verhindern. Odin hat es jedenfalls versucht, sagte aber nicht, was dabei rauskam. Entweder hat er aufgegeben, oder er wollte vergessen, was er gesehen hat. Da hat's ja auch nochmal einen Schatz. Ist das nicht der Speer von Tyrs Statue? Strebe nach Frieden, sei bereit für den Krieg. Wie scharfsinnig von den Alben. Tyr wollte nie Krieg, aber er wusste, er muss darauf vorbereitet sein. Ja, besser bewaffnet als nicht. Beeindruckende Waffen, nicht wahr? Ziemlich groß. Freya, erzählst du uns mehr darüber, als du die Normen das letzte Mal aufgesucht hast? Ehrlich gesagt sind die Details verschwommen, wie wenn man aus einem Traum aufwacht. Ich erinnere mich vor allem daran, dass nichts das Schicksal meines Sohnes ändern konnte. Dadurch wurde ich noch entschlossener, es zu versuchen. Bruder, was ist mit deiner Geschichte? Du bist den Mäuren deiner Heimat begegnet, ja? Die Legenden, die ich über den Geist Spartas hörte, waren sicher übertrieben. Übertrieben? Oh, nicht das schamlose Blutvergießen und der gerechte Zorn. Sondern der Teil, in dem du in der Zeit zurückgereist sein sollst, um eine verlorene Schlacht zu gewinnen. Das ist natürlich sehr unglaubwürdig. Ein Gerücht, dass Thor die Weltenschlange bei Ragnarök in die Vergangenheit prügelte, ist eine Sache. Das ist die Wahrheit. Die Schicksalsfäden umspannen alles Leben und alle Zeit. Die Mäuren haben ihre Macht missbraucht. Als ich mich ihnen stellte, drohten sie, mein Leben ungeschehen zu machen. Also habe ich sie getötet und ihre Macht gegen Zeus gewandt. Ich habe noch nie etwas Gefährlicheres und Dümmeres gehört. Stimmt was nicht? Die Wölfe sind unruhig. Go!
Das waren alle. Ja, genau. Hier irgendwie noch mehr. Ich hoffe jedenfalls, von den Narnen versprichst du dir keine Zeitreisen. Diese Narnen haben keine solche Magie und auch sonst niemanden. Sie winseln noch immer. Die Armen. Sie wird dann immer noch gefahren. Die Wölfe fürchten etwas, das ihnen nichts mehr tun kann. Die Schrecken unserer Vergangenheit können die Gegenwart durchdringen. Du müsstest das doch verstehen. Dort, da drüben ist etwas Schutt. Wahrscheinlich von Tieren. Schütze den Frieden. So, ich schätze, das war's. Glaube kaum, dass wir noch mehr interessante Teile finden. Ich habe immer die Liebe bewundert, die Tiere hervorbrachte. Wo ich herkomme, werden Kriegsgötter nicht auf diese Art verehrt. Es sind auch nicht alle Kriegsgötter gleich. Nein, sind sie nicht. Schön für das Amulett, dass jetzt da was verfügbar ist. Jetzt möchte ich ganz gerne... Figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my...